So, Sportsfreunde, Sportsfreundinnen, herzlich willkommen zur Schachpartie des Tages. Und diesmal geht es um die Begegnung zwischen dem Weltmeister und dem Vize-Weltmeister. Hochklassiger wird das nicht im Schach. Magnus Carlsen, der Weltmeister, der Weltranglisten-Erste, gegen Fabiano Caruana, den Vize-Weltmeister und Weltranglisten-Zweiten. Caruana hat bisher ein gutes Turnier gespielt. Diese Partie wird gespielt in der 10. Runde des Tata Steel Masters in Wijk aan Zee in Holland. Over the Board, das erste Superturnier seit einer Weile, wo die Jungs sich wieder gegenübersetzen. Bei Caruana läuft es ganz gut. Er liegt in Führung mit 6 aus 9, geteilt mit 2 anderen. Magnus Carlsen hat ein schwaches Turnier erwischt für seine Verhältnisse. 5 aus 9, ein Punkt zurück. Und jetzt mit den schwarzen Steinen gegen seinen stärksten Rivalen. Der beginnt mit Bau nach D4 und das ist schon die erste Überraschung. Denn in den letzten Duellen der beiden hatte Caruana fast ausschließlich auf Bau nach E4 gesetzt. Die beiden haben natürlich schon häufig gegeneinander gespielt. Carlsen hat die Oberhand, hat seit 2015 auch nicht mehr verloren gegen Caruana. Aber ich glaube auch nur 4-mal gewonnen seitdem bei 29 Remisen. Haben ja im WM-Match 12 Unentschieden gehabt. In klassischen Partien und dann erst im Tiebreak konnte der Weltmeister sich durchsetzen. Also die beiden sind auf Augenhöhe und ich hatte auch das Gefühl zuletzt, dass Caruana mit erstens E4 sehr viel Druck auf Carlsen ausgeübt hat. Deshalb erstens D4, eine kleine Überraschung. Springer nach F6, Bauer nach C4, Bauer nach E6, soweit Standard und Caruana spielt den Zug drittens G3, die Einladung zur katalanischen Eröffnung, die man von ihm nur selten gesehen hat, häufiger greift er sonst erstmal zu Springer F3, D5, Springer C3 zu diesen Gewässern oder auch zu sofortigem Springer nach C3. Aber Bau nach G3 auch nicht vollkommenes Neuland für Caruana. Er hat im Kandidatenturnier ein paar Mal zu Skandinavisch gegriffen. Carlsen hat zuletzt vor allem seine Karten gezeigt gegen dieses Skandinavisch, hat unter anderem hat unter anderem in einem Match gegen Dubov die Variante mit Läufer B4 Schach gespielt und die Variante mit D schlägt C, Läufer G2, Läufer B4 Schach, wo Dubov ihn unter Druck setzen konnte, jeweils mit Springer nach D2 und es ist gut möglich, dass Caruana das notiert hat. Carlsen überlegte hier, war nicht ganz sicher wahrscheinlich, welchen Weg er einschlagen soll. Es gibt verschiedene vernünftige Züge natürlich, Läufer nach E7, Läufer B4 Schach. Man kann diesen Bauern schlagen. Aber am Ende entscheidet sich der Weltmeister für dieses Schachgebot. Und Caruana antwortet mit Läufer nach D2. Also nicht mehr im Zug Springer D2, den Dubov gespielt hatte, sondern stellt den Läufer in den Weg, was noch gängiger ist. Und Carlsen greift zu einem etwas ungewöhnlichen Zug, aber durchaus bekannt. Läufer nach D6. Die Argumentation bei diesem Schachgebot und dann Läufer zurückziehen ist immer, dass der Läufer auf D2 schlechter stehen wird als auf C1. Auf C1 könnte er sich später vierankettieren, während er auf D2 manchmal dem Springer das Feld verstellt und nicht so viel Positives leistet. Deshalb dieser scheinbare Tempoverlust für Schwarz nicht so schlimm. Populärer ist aber, mit dem Läufer zurück nach E7 zu gehen, während Carlsen zuletzt mit Bauer nach A5 experimentiert hat. Also beide Seiten versuchen sich gegenseitig zu überraschen. Läufer nach D6, Caruana spielt Läufer nach G2. Hier Theorie, wenn euch das interessiert, sagte lange Zeit, dass der Zug Springer nach C3, diesen Läufer nach G2 zurückzustellen, schlauer sei mit der Absicht, auf Kurzrochade Läufer nach G5 zu spielen. Aber das wurde in letzter Zeit neutralisiert. Die stärksten Engines, Lila Zero, sagen hier zum Beispiel Läufer nach E7 und die ganze weiße Aktion hat erst nicht so viel gebracht. Caruana spielt Läufer nach G2, Carlsen spielt Bauer nach C6, das ist gängig. Deutet damit vielleicht an, dass er den Springer nach E4 stellen möchte und dann den Bauer nach F5 Übergang in sein geliebtes Stonewall Holländisch. Sobald der Bauer nach F5 kommt, nennt sich diese Formation Stonewall. Aber Caruana verändert diese mit Springer nach C3. Und Carlsen rochiert, was auf den ersten Blick vollkommen normal aussieht, aber vielleicht eine kleine Ungenauigkeit darstellt. Denn in der Partie nach Rochade spielt Caruana Läufer nach G5. Und diese Fesselung ist jetzt ein bisschen lästig. Wenn Schwarz Springer BD7 spielen würde, könnte Weiß mit Bauer nach E4 sofort im Zentrum Raum gewinnen. Bauer schlägt, Springer schlägt. Und wegen dieser Fesselung würde Schwarz hier strategisch ein bisschen hinten drin stehen. Was ich sagen möchte ist, anstelle von Rochade macht es durchaus Sinn,
hier zunächst den Zugspringer BD7 zu spielen, was der Weltmeister nicht tut. Was mir aber besser erscheint, ehrlich gesagt. Nach Springer BD7 nimmt man diese Läufer G5-Idee aus der Stellung, denn jetzt könnte Schwarz einfach Bau nach H6 spielen. Wenn der Läufer hier schlägt, dann könnte er mit dem Springer zurückschlagen, das Feld kontrollieren und alles im Griff haben. Nicht so in unserer Partie, in der ja, wie gesagt, nicht Springer B nach D7 kam, sondern kurze Rochade. Weiß spielt Läufer nach G5, Fesselung. Und jetzt, um diese Drohung E4 zu parieren, spielt der Weltmeister den Zugbau nach H6, zwingt hier sofort Klärung der Lage. Natürlich schlägt Caruana, Läufer nach H4, Bau nach G5, wäre nicht seine Intention gewesen. Aber nach Dame schlägt F6 ist die Dame von Schwarz hier etwas deplatziert. Wird Zeit brauchen, um wieder zurückzukommen. Und diese Stellung ist nicht besonders angenehm für Schwarz zu spielen. Caruana spielt einen interessanten Zug, Dame nach B3, überdeckt den Bauern auf C4 und bereitet vielleicht auch Bauern nach E4 vor, indem das Feld B4 auch unter Kontrolle genommen wird. Wenn sofort Bauern nach E4 geschehen wäre, würde Schwarz schlagen. Der Läufer würde ein Schachgebot geben, das lästig ist. Daher Dame nach B3, wohl auch mit der Intention, diesen Bauern vielleicht vorzuschieben. Dann spielt Springer nach D7 und Caruana rochiert erstmal E4 hier und auch in den nächsten Zügen könnte gut mit Schlagen, gefolgt von Bauern nach E5, beantwortet werden. Schwarz hätte alles im Griff, dank Springer nach D7. Also erstmal kurze Rochade und jetzt muss Schwarz sich entscheiden, wie er sich hinstellt. Carlsen geht freiwillig mit der Dame einen Schritt zurück, spielt Dame nach E7, was Caruana aber eine interessante Gelegenheit gibt, wieder Raum zu gewinnen. Mein Computer regt an, hier die Dame auf F6 zu lassen und erstmal Turm nach D8 zu spielen. Weiß zu fragen, was er denn vorhätte. Denn nach E4 käme wieder D schlägt C, gefolgt von E5. Und wenn Weiß hier C5 spielen würde, analog zur Partie, könnte dieser Läufer einfach nach F8 zurückgehen. Schwarz würde gut stehen. Aber so geschah es nicht. Der Weltmeister spielt auf kurze Rochade diesen Zug Dame nach E7. Steht damit wieder bereit zu Bau nach F5 zum Steinwall oder Springer nach F6 zu spielen, dieses Feld zu kontrollieren. Und Caruana nutzt die Gunst der Stunde, versucht die Stellung erst zu schließen, dann zu öffnen. Mit Bau nach C5 greift diesen Läufer an, Läufer nach C7 und Bau nach E4. Der Grund für Bau nach C5 und nicht sofort Bau nach E4 ist wieder, dass nach direktem E4 Schwarz schlagen würde. Und Bau nach E5 spielen. Ihr kennt die Idee. Also Bauer nach C5, Läufer geht weg, Bauer nach E4, versucht die Stellung zu öffnen, vielleicht hier zu schlagen, diese Dame zu belästigen. Aber Carlsen lässt sich nicht ins Boxhorn jagen, hält direkt dagegen mit Bauer nach B6, erhöht die Spannung, möchte diese weiße Kette sprengen. D schlägt E4, diese Art Stellungen sind strategisch fast immer sehr, sehr gefährlich für Schwarz, denn sein Läufer auf C8 droht ein bisschen hängen zu bleiben und nicht in die Partie zu finden. Sowas sollte man tunlichst vermeiden. Deshalb spielt Carlsen auch nach B6. Und hier ein interessanter Moment. Allgemein, die Partie hat viele interessante kleine Momente. Es gibt nicht das ganz große Feuerwerk am Anfang, aber es gibt viele Feinheiten. In dieser Stellung zum Beispiel spielt Caruana den Zug E schlägt D5, der aber wohl Carlsen erstmal nicht die allergrößten Probleme stellt, noch interessanter gewesen wäre, den Zug Dame nach A4 zu spielen eventuell. Greift diesen Bauern an. Der Bauer muss verteidigt werden. Läufer nach B7. Und jetzt kommt E schlägt D5. C schlägt D5 wäre schlecht wegen Bauer nach C6. Aber nach E schlägt D5. Turm E1. Hat Schwarz konkrete Probleme. Sorry, ich weiß, ich verwehre euch mit vielen ähnlich aussehenden Varianten. Aber man muss ja, um zu verstehen, was die Jungs da machen, ein bisschen in die Details gehen. Wenn ich damals nach F6 ginge, dieser Situation, zack, Springer schlägt D5. Trick. Die Dame kann, wenn dieser Springer geschlagen wird, auf D7 reinwuchten. Weiß ja der Vorteil. Wenn die Dame nach D8 zurückgeht, wieder Springer schlägt D5. C schlägt D. Bauer nach C6. Das ist die Idee. Doppelangriff auf Läufer und Springer. Und Weiß verbleibt mit einer vorteilhaften Stellung.
Wie schlimm es gewesen wäre, ist unklar. Am C ist es wahrscheinlich Läufer C8. C schlicht D, Dame schlicht D7. Schwarz hat noch nicht mal einen Bauern weniger. Aber seine Figuren stehen ein bisschen wackelig. Weiß steht sehr aktiv. Und Weiß würde hier Druck aufrechterhalten. Auf diesem Niveau. Ich wollte sagen, man kann nicht erwarten, dass der Gegner einfach einen Bauern schenkt. Aber gucken wir, was jetzt passiert. Caruana spielt nicht so. Er spielt E schlägt D5. Auch logisch, versucht die Stellung zu öffnen. Solange diese Dame hier auf dieser offenen Linie attackiert werden kann. Kasen schlägt mit dem E-Bauern zurück. C-Bauern schlagen, Bauer nach C6. Ist zu gefährlich, kann es nicht bringen. Also schlägt er mit dem E-Bauern zurück. Und Turm nach E1 Attacke auf die Dame. Diese geht nach F6. Dieser Zug wurde von Kasen sehr, sehr schnell ausgeführt. Dame nach F6. Und vielleicht könnt ihr es am Engine-Balken erkennen. Es ist wahrscheinlich nicht der beste Zug. Besser wäre das bescheidene Dame nach D8 gewesen. Und jetzt sollte Caruana hier wieder mit Dame nach A4 ankommen. Könnte Schwarz mit B5 die Stellung geschlossen halten. Oder auch jetzt zu Dame nach F6 greifen. Den Unterschied sehen wir sofort. In der Partie kam sehr, sehr schnell Dame nach F6. Und ich vermute, ich weiß es nicht sicher, ich vermute, dass es ein Übersehen des Weltmeisters ist. Denn Weiß hat hier eine kleine Kombination, wie der Franzose sagt. Vielleicht kommt ihr selber drauf, vielleicht wollt ihr drüber nachdenken. Wie kann Weiß hier einen Bauern gewinnen, meine Damen und Herren? Die Antwort ist Springer schlägt D5. Gewinnt zwar den Bauern, verliert aber erstmal den Springer, aber nach C schlägt D5. Natürlich haben die Jungs weitergedacht. Dame schlägt D5. Ist dieser Turm attackiert? Und um den zu retten, muss er ein Feld zur Seite ziehen. Läufer nach A6, Dame schlägt D7, würde nicht helfen. Deshalb muss der Turm schweren Herzens aus dem Weg gehen. Turm nach B8. Und was ist jetzt los? Schwarz hat eine Figur mehr. Aber wenn wir genau hingucken, dieser Springer hat nicht so viel Felder. Wird angegriffen. Weg ist er. Das heißt, am Ende dieser langen Operation gewinnt Weiß einen Bauern. Turm nach D8. C schlicht D7. Läufer schlicht D7. Und wenn wir jetzt durchzählen, hat Weiß auf einmal einen Bauern mehr. Trotzdem ist das noch nicht das Ende der Welt und auch keine hoffnungslose Lage für den Weltmeister. Er hat das Läuferpaar, Weiß hat diesen Isolani. Weiß steht besser, aber die Stellung ist noch nicht geklärt. Und ich glaube, dass Caruana im nächsten Zug vielleicht nicht die kräftigste Fortsetzung trifft. Er spielt Springer nach E5, was naheliegend genug ist. Verhindert Läufer nach C6 oder Läufer sonst wohin. Aber nach Springer nach E5 lässt Carlsen seine Klasse aufblitzen und vereinfacht die Situation. Vielleicht wäre Turm nach C1 ein besserer Versuch gewesen, greift diesen Läufer an, verhindert auch wieder Läufer nach C6, dadurch, dass das Feld kontrolliert wird. Und nach zum Beispiel Läufer nach D6, einfach Bauer nach A3, sagt der Computer, hätte Schwarz noch viel, viel Arbeit ins Haus gestanden, um diese Partie heil zu überstehen. Weiß hat einen Mehrbauer, aggressive, gesund platzierte Figuren. Also, ich würde sagen 50-50, ob Weiß sich hier durchsetzt oder Schwarz sich hält. Vielleicht 40% Siegchance, 60% Remis. Auf jeden Fall hätte Carlsen ganz schön arbeiten müssen. In der Partie kommt Springer nach E5. Sieht ebenso natürlich aus. Aber hier eine für mich auf den ersten Blick überraschende, aber dann doch sehr, sehr starke Lösung des Weltmeisters. Er spielt erstmal Läufer nach E6, greift die Dame an. Dame nach E4, so war keine Überraschung, aber jetzt kommt die Überraschung. Er klärt die Lage, er gibt seinen Läufer auf und erlaubt dem Weißen, seine Struktur zu verbessern. Denn Weiß wäre diesen isolierten Bauern los und schlägt nach E5. Aber wenn wir nach Dame nach E7 genauer hingucken, dann erkennen wir, dass Magnus Carlsen sich schon was dabei gedacht hat, der Weltmeister, und diese Lage gut eingeschätzt. Er hat einen glatten Bauern weniger, aber der weiße Läufer auf G2 hat auf einmal wirklich nichts mehr zu tun. Steht hier auf einer leeren Diagonale. Diese Bauern vorzuschieben wird sehr, sehr schwer sein. Schwarz kann G6 spielen. Und das Wichtigste ist, alle schwarzen Figuren haben aktive Rollen. Die Türme können die offenen Linien besetzen. Weiß klebt auch noch so ein bisschen an seinem Damenflügel. Also lange Rede, kurzer Sinn. Schwarz steht schlechter, aber nicht so viel schlechter. Und das ist nicht vollkommen offensichtlich, wenn man eine Engine anschmeißt, die sieht, Weiß nie groß im Vorteil hier. Aber am Brett vielleicht der ein oder andere würde sich sagen, ich habe doch einen glatten Bauern mehr. Eine gesunde Bauernstruktur, das muss ich doch irgendwie verwerten. Nicht so leicht. Der Weltmeister Magnus Carlsen hat das ziemlich gut eingeschätzt hier, dass seine Figuren hier genug Gegenwehr leisten.
Caruana spielt erstmal stark, spielt Dame nach E3 und Läufer nach E4. Denn der Läufer auf G2 hat ja nichts zu tun und von E4 aus überdeckt er das Feld C2 und hat wenigstens ein bisschen Arbeit. Dame nach C5, wieder strategisch sehr sauber gespielt von Magnus Carlsen. Wieder untypisch, hat einen Bauern weniger und tauscht die Damen, aber er hat halt hier verstanden, dass die Aktivität seiner Figuren, die Einbruchsfelder, den fehlenden Bauern kompensieren. Also kleine Züge, aber sehr, sehr lehrreiche. Dieses Läufer schlägt E5 und Dame nach C5 ist auf jeden Fall sehr schön gespielt. Dame schlägt C5, Turm schlägt C5, Bauer nach F4, Caruana immer noch mit glatten Mehrbauern, König nach F2 verhindert auch erstmal weiße Aktivität. Und das ist der Grund, warum ich low-key beeindruckt bin von dieser Partie. Vielleicht nicht vom Anfang, aber davon, wie Carlsen sich hier verteidigt, dass er von Weitem schon erkannt hat, dass diese Struktur für ihn nicht gefährlich ist. Was für mich nicht offensichtlich wäre, mit glatten Bauern weniger. Bau nach A5, hat keine Eile, nimmt hier weiter Raum. Und sagt sich, ich habe immer genug Angriffsziele. König nach E3, Caruana zentralisiert den König, Bau nach A4, markiert diesen Bauern als potenzielles Angriffsziel. Ich dachte, Bau nach A3 sieht normal aus, aber dann nach Turm B5 hat der Turm auch noch dieses Feld zum Schach geben. Also Bau nach A3, keine schlaue Idee. Caruana spielt das am Turm E nach C1 und Carlsen tauscht hier nicht weiter ab, denn er hat verstanden, dass er für seine Aktivität hier beide Türme braucht. Spielt Turm B5, Turm C2, Turm B4. Kleiner Trick, was passiert, wenn Weiß, sagen wir, Bauer nach A3 spielt? Die Antwort ist, Turm schlägt E4, König E4, Läufer F5. Und der Turm fällt, das lässt ein Fabian Caruana natürlich nicht zu. Zieht den Läufer weg, Läufer nach D3. Aber wieder hat Carlsen keine Eile. Ist sich bewusst, dass die Aktivität seiner Figuren ausreicht. Bau nach H5, auch typisch für diese Strukturen, verhindert, dass Weiß hier Raum gewinnen kann am Königsflügel. Turm nach D2, Bau nach B5, auch ein Zug, der mir nicht leicht von der Hand gegangen wäre, stellt die Bauern hier auf Weiß und sperrt seinen Turm ein bisschen ein, aber er hat erkannt, dass Weiß nicht wirklich was tun kann. Wenn Weiß irgendwie Fortschritte machen möchte, muss er A3 spielen, wenn dieser Turm sonst wegzieht. Fällt einfach der Bauer auf A2. Und nach A3, was geschieht? Kommt Turm nach B3. Der Turm geht auf ein aktives Feld. Und beschäftigt nach wie vor Caruana, bevor er sich an die Verwertung machen kann. Er spielt Turm nach C1 mit der Absicht, Turm nach C3 diesen aktiven Turm abzutauschen. Aber auch das weiß Carlsen zu durchkreuzen. Eine kleine Kombination jetzt vom Weltmeister. Spielt Bauer nach B4, A schlägt B. Und Bauer nach A3, nur mit der Intention, hier Turm nach C3 als Verteidigung aus der Stellung zu nehmen. Nach B schlägt A3, ist Turm C3 keine Möglichkeit mehr. Das spielt jetzt Läufer nach F5, greift diesen Läufer an mit all seinen Figuren. Turm nach D1, Turm schlägt A3. Und obwohl Weiß zwei Bauern mehr hat, kann er hier absolut nichts unternehmen. Bauer nach B5 gespielt. Und Carlsen entscheidet sich für die direkte Lösung der Probleme. Er spielt Läufer nach G4, attackiert diesen Turm. Der Turm muss weg, irgendwo hin, ist egal. Caruana geht nach C1. Schwarz spielt der Läufer nach F5, greift den Läufer an. Der Läufer muss wieder verteidigt werden. Turm geht wieder nach D1. Und so endet die Partie mit Zugwiederholung. Unentschieden. Nicht die spektakulärste aller Partien, muss man zugeben. Aber trotzdem, ich finde, inhaltsreich. Wir sehen das Geplänkel in der Eröffnung, wo sich beide Seiten gegenseitig überraschen wollen, da ich dann beide Seiten nicht ganz so genau wussten, wie diese Variante funktioniert, vermute ich. Dann den kleinen Überseher von Magnus Carlsen. Ich weiß nicht. Hat sich hier nicht gerecht, aber es könnte auch ein großer Überseher sein, dieses Springer schlägt D5, was Caruana natürlich erblickt. Und dann in gefährdeter Lage vielleicht der Mini-Fehler Springer E5 von Caruana, die sehr, sehr starke Verteidigungslinie von Carlsen. Für den sowas hier wahrscheinlich offensichtlich ist, dieses Läufer schlägt E5, Damen tauschen und die Steuerung ist ausgeglichen. Für mich aber nicht, ich fand es sehr instruktiv, dass Caruana danach tatsächlich auch nichts verpasst hat, einfach keine Gewinnchancen mehr hatte. Zeigt schon, wie tief die Jungs, selbst wenn es nicht so ideal läuft, das gute alte Schachspiel verstehen. So, Remy zwischen der Nummer 1 und der Nummer 2 der Welt in der Tabelle. Wenn ich dieses Video aufnehme, lief die Runde noch, aber wir gucken mal auf den Zwischenstand, wenn es euch interessiert. Heißt das, dass
Achso, das ist der Zwischenstand vor der Runde. Da sehen wir, Caruana war geteilter Erster. Nach dieser Partie sehen wir Caruana mit 6,5. Erstmal in Front, aber Anishkiri, der noch spielt, und auch Firuja, der noch spielt, könnten ihn theoretisch überholen. Magnus Carlsen nach wie vor einen Punkt hinter Caruana und potenziell auch hinter dem Rest der Gang. Also für den Weltmeister wird es schwer bis unmöglich, hier noch ins Rennen um den Turniersieg einzugreifen. Das war's mit der Partie des Tages. Vielen lieben Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.